Und damit hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir einen neuen Touring-Helm geholt. Und zwar, Liebe geht erstmal raus an den Kommentarschreiber. Oh, ich weiß es nicht, ich werde es hier einblenden. Und zwar, ich hatte ja so ein bisschen in dem Video mal gesagt, ich bin auf der Suche nach einem neuen Helm und so weiter. Und dann hat jemand kommentiert, hey, schau dir doch mal den Shuhei GTR 2 an. Er hat den auch und er soll super gut sein. Und dann habe ich mich so ein bisschen informiert. Und die Shuhei GTR-Reihe ist ja eine Touring-Reihe, also Helme, die fürs Tourenbiken gemacht sind, für längere Strecken. Die sollen sehr, sehr leise sein, die sollen sehr, sehr gut sein, sehr, sehr sicher sein. Und ich persönlich habe da wenig Ahnung von. Und deswegen habe ich mir heute den Shuhei GTR 3 geholt. Ich habe dafür noch das Senna SRL 3 Intercom, das speziell für diesen Helm gebaut ist von Shuhei. Das ist nicht so ein Intercom, dass man einfach an die Seite dran klatscht, sondern das wird integriert in den Helm. Und ich zeige euch mal kurz den Helm, den ich bisher hatte. Das ist der AGV K3. Hier ist das Kado Pectorc. Bin ich an sich sehr zufrieden. Der Klang ist richtig gut, richtig geil. Das Pectorc ist so eine Sonderedition, das hat standardmäßig schon die JBL 45mm Kopfhörerin. Standardmäßig sind es ja nur, glaube ich, 42 oder 40. Und die sind nochmal etwas größer, haben nochmal einen besseren Klang. Die sind hier standardmäßig mit drin. Das Problem ist, dieser Helm hier, der AGV K3, der ist so dermaßen laut, ab 100 km/h sind die Windgeräusche so laut, dass ich von der Musik nicht mehr den geilen Klang mitkriege. Also bis 50 km/h kann man richtig geile Musik hören, ab 100 km/h hört man vom Bass und so nicht mehr viel, weil da ist alles andere ultra laut in dem Helm. Es zieht relativ stark da drin und auch wenn man die Lüftungsschlitze zumacht, es zieht hier unter dem Visier, zieht es immer ganz gerne durch. Also das ist nie so hundertprozentig dicht und hier unten zieht es auch immer irgendwie rein. Also man hat immer so ein bisschen, aber jetzt nicht so eine angenehme Belüftung nach dem Motto, sondern Zugluft einfach. Die teilweise, auch wenn du alles zumachst, hast du immer so ein bisschen Zugluft auch auf dem Auge. Und ich habe das gemerkt, wenn man längere Strecken fährt, ist das nicht so geil. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte spätestens für die Tour in die Alpen einen richtig guten, ordentlichen Helm. So, ich habe den tatsächlich schon mal ausgepackt, weil der kam gestern an und ich wollte natürlich überprüfen, ob der passt. Als allererstes, der wird mitgeliefert mit Pinlock. Also ihr müsst dafür, ihr könnt Pinlock extra bestellen, aber ihr müsst keinen Pinlock extra bestellen. Pinlock ist mit dabei. Ein riesiges Anleitungsbuch. Dann haben wir hier für den unteren Kinnbereich noch das, dass man es unten am Kinn noch zumacht. Das ist hier nicht installiert. Hier ist noch Öl mit drin und so ein kleines Hebelwerkzeug. Und zwar hier sind so kleine Nippelchen noch drin. Man sieht das hier unten. Und das dürften diese Nippelchen sein, wo das Pinlock eingerastet wird. Weil in meinem Vorgängerhelm sind die tatsächlich, ich habe mal das Pinlock sauber gemacht und dann wollte ich das wieder einbauen und dann sind mir diese Nippelchen abgebrochen. Und dann war quasi das ganze Visier kaputt. Hier kann man die austauschen. Also das ist der Shuhei GTR 3. Ich habe den in Schwarz, Silber, Rot genommen irgendwie. Fand ich eine schöne Farbe. Ja. Hier auch richtig schön schnittig. Also mir gefällt das echt gut. Hier, auch da oben, wirkt so ein bisschen aggressiv auch. Hier hinten so ein bisschen stromlinienförmig. Gibt gleich 10 PS mehr, auf jeden Fall. Und hier kommt an die Seite später das Intercom rein. Hier, hier und hier. In dem Helm versteckt. Der Verschluss ist ein Metallbügel. Hier und dann zum Öffnen einfach den Hebel hier ziehen und dann geht es wieder auf. Was vielleicht ein wichtiges Merkmal ist, das Visier ist arretiert, also das ist fest verschlossen. Wenn man das jetzt aufmachen will, muss man den schwarzen Bügel reindrücken und dann kriegt man das Visier auf. Soll, also laut Hersteller, einfach
wenn du jetzt auf der Autobahn unterwegs bist und so zur Seite guckst, dass der Windstoß dir nicht das Visier aufdrückt oder bei einem Sturz, dass das Visier nicht aufgeht. Deswegen ist das hier so, oh, das ist aber gut arretiert. Und wenn man es dann zumachen will, zack, dann wird das hier nochmal zusätzlich verschlossen. So. Oh ja. Oh ja. Er hat hier eine Sonnenblende. Deswegen habe ich jetzt kein getöntes Visier genommen oder verspiegeltes Visier, weil ich habe eine Sonnenblende. Vielleicht ein verspiegeltes würde ich vielleicht irgendwann mal zulegen. Ich weiß es nicht, aber es ist ja eine Sonnenblende da und die geht auch, ja, sehr weit runter. So, jetzt will ich den einmal mit euch aufsetzen. Es gibt auch die Möglichkeit, den ein bisschen abzupolstern, also ein bisschen dünneres Innenpolster zu kaufen, damit er, wenn er euch zu eng sitzt, dass ihr einfach das Innenpolster ein bisschen durch dünneres Innenpolster austauscht, damit ihr noch mal ein bisschen mehr Platz habt. Ich habe jetzt hier die Größe L und die passt gut. Wenn man den jetzt mal aufsetzen. Oh, wow. Wow. Ey, der sitzt richtig straff, richtig stramm, aber nicht unbequem. Also es drückt nicht. Und von dem Gewicht her, gut, vorne hängt dann noch die GoPro, die zieht dann noch ein kleines Stückchen. Aber das, ey, ich hätte wirklich gedacht, der wird schwerer. Das wird anstrengend. Nee, das ist echt gut. Und dann packen wir mal hier das Senna SRL3 aus. Steht auch hier drauf. Gemacht für Neotec und GTR3. Hat dann hoffentlich auch klanglich Vorteile, wenn der halt speziell dafür auch gemacht wurde. Und das, jetzt ist die Frage, warum holst du dir jetzt nochmal ein extra Intercom dazu, wenn du ja schon das Cardo hast? Ja gut, dieses Intercom lässt sich halt perfekt in den Helm integrieren. Und den anderen Helm würde ich als Privathelm nutzen. Ohne Motovlog-Setup, wo ich einfach so privat rumfahren kann, ohne GoPro am Helm. Und dann habe ich da auch ein Intercom dran. Aha. Okay. Das ist hier die Recheneinheit, die kommt nach hinten mit der Ladebuchse. Soll ich das jetzt alles hier rausrupfen einfach? Oh Gott, ist das viel Zeug. Du Heiliger, wie soll ich das denn alles in dem Helm unterkriegen? Einmal hier zwei Windpüschelchen. Dann hier ein USB-Kabel, wahrscheinlich zum Updaten und so. Das ist hier Senna typisch, dieses Wireless-Update-Kabel. Ich hatte schon mal Senna und ich hatte mit dem Senna nur Probleme. Sobald ich es geupdatet habe, hatte ich nur Probleme. Deswegen werde ich das hier wahrscheinlich gar nicht updaten. Ich würde das direkt so lassen. Zwei Mikrofone, einmal so ein Stabmikrofon, wenn ihr jetzt wahrscheinlich so ein Klapphelm habt, dafür. Und ein normales Helmmikrofon zum Integrieren. Mal gucken, wie funktioniert denn das? Ah ja, so. Und so. Schauen wir einmal, vielleicht zuerst das Innenfutter rausmachen. Ja, das sieht nach einem guten Weg aus. Das Innenfutter lösen. Ah ja. Perfekt. Okay, das ist die rechte Seite. Das hier müssen wir, glaube ich, nicht wegmachen. Ich glaube, wir ziehen das einfach an dem Gummi vorbei. Ja, so ziemlich, ja. Und jetzt haben wir hier dieses kleine Fach, wo diese Recheneinheit reinkommt. Das ist cool gemacht. Das ist sehr cool gemacht. Müssen wir das hintere Polster auch rausmachen? Ich würde sagen, ja. Machen wir es mal raus. Ja, klar, muss man ja. Muss man ja. Da sind sogar Kabelführungen drin. Das ist stark. Und hier vorne kommt das Mikrofon. Hier würde ich eigentlich lieber gerne das Motovlog-Mikrofon reinmachen. Wir werfen das erstmal alles einfach hier rein. So. Ich drehe das vielleicht mal um. So. Dann werfen wir das erstmal hier rein.
Und dann erst einmal die Recheneinheit hier reinmachen. Ey, das ist genial. Schaut euch das an. Das kommt einfach hier so rein. Und dann wird es... Ah, und unter den Gummi ein bisschen anheben. Ach, dann kann... Dann, und die Kabel gehen unter den Gummi weg. Oh, ist das stark. Okay, das ist stark. Und hier hinten hat man dann diese Ladebuchse. Da kann man das dann aufladen. Bevor wir das da reinmachen, müssen wir quasi das Kabel hier schon mal rein verstecken. Also dieses dicke Kabel müssen wir hier schon mal rein tun. Zur Seite rein. Und dann kommt er hier auch zur Seite rein. Und dann kommt der hier hinterher. So. So dann quasi. Und auf der anderen Seite dann auch das hier erst einmal hier so rein. Das hier ebenfalls rein. Kabel wird da hinten dran geschoben. Das hier kommt da rein. So. Und diese Antenne hinten dran. So. Dass es dann am Ende so aussieht. Ne? Also so. Und jetzt fehlen nur noch die Kopfhörer. Und der Kopfhörer kommt jetzt hier so rein. Da ist auch alles schon vorbereitet mit solchen Clips. Mal gucken, wie was da zuerst reinkommt. Jawohl. Jawollo. Das Kabel hat hier eine eigene Durchführung. Jetzt kann man den Clip nutzen. Um das Kabel hier so ein bisschen da rein zu machen. So in etwa. Dass das Kabel hier auch schön da verschwindet. Und das hier auch ein bisschen weiter drin. Und dann sieht diese Seite hier schon mal so aus. Da machen wir jetzt vielleicht zuerst einmal das Mikrofon dran, das ich wahrscheinlich wieder rausmachen werde, weil ich da das Motovlog-Mikrofon reinmachen werde von der GoPro. Gehe ich mal davon aus. Das Mikrofon wird mit Klettverschluss da drinnen befestigt, und zwar hier. Und da mache ich jetzt einfach das Klebepad rein. Das ist gut. Okay. Dann kommt hier das Mikrofon dran. Den Ohrhörer hier rein. Zuerst mit der Vorderseite. Wenn ich das richtig sehe. Ja, jetzt hat es geklickt. Und jetzt sitzt der bombenfest da drin. Richtig gut. Und jetzt dieses Kabel hier ebenfalls ein bisschen verstecken. Und das restliche Kabel kommt da so rein. Okay, verrückt. Und jetzt das Mikrofon. Und selbst für das Mikrofon, ich zeige das jetzt am besten hier, selbst für das Mikrofon gibt es hier so eine Kabelführung. Das geht aber nicht unter das. Nee, das muss da oben drüber. Okay. Hier hinter diese Haltenasen. Oh, also das Mikrofon sitzt jetzt hier in dieser kleinen Mulde. Da würde ich halt ganz gerne das Motovlog-Helm-Mikrofon reinmachen. Dann hier in dieser Nut ist das Kabel drin. Das Kabel ist ein kleines bisschen zu lang. Aber da kommt ja dann auch noch
das Futter dran. Geht halt hier entlang. Also das Kabel wird auch nicht drücken später. Und der feste Teil von den Ohrhörern ist hier im Helm versenkt. Und das, was hier raussteht, ist nur das Futter. Das ist nur hier so Ohrpolster. Und auf der anderen Seite ist es ja an sich genau das Gleiche. Die Kabel sind schön versteckt, es stehen keine Kabel im Helm übrig. Und hier ist das Bedienteil, ja, zum Einschalten, laut und leise, Modusknopf. Ne? Das wird jetzt natürlich noch nicht gehen, weil das noch gar nicht aufgeladen ist. Das heißt, das werden wir jetzt dann erst einmal an die Steckdose stecken. Ich weiß auch gar nicht genau, wie man das einschaltet. Ah, doch, so. Cool. Ja, dann würde ich sagen, machen wir gleich mal eine Soundprobe, oder? Okay, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Das heißt, von außen habt ihr, seht ihr nichts, außer halt diese Knöpfchen da, hinten aufladen und Recheneinheit und hier nochmal was. Und das war's. Ich werde jetzt mal schnell das Innenpolster wieder reinmachen und dann werde ich mal schauen, wie sich das Ganze anhört. Ne? Ich bin jetzt fertig. Ja, das blinkt auch schon, das Sender. Ich habe das jetzt schon mit meinem Handy verbunden. Ich habe noch nicht einmal die App von Sennar installieren müssen. Das hat sich sofort gekoppelt. Die App werde ich natürlich trotzdem installieren, einfach weil man da den Klang noch ein bisschen schöner einstellen kann. Aber jetzt machen wir mal eine Probehörung. Ohne Mütze vielleicht. Okay, beim Aufziehen merke ich gar keinen Unterschied. Und was krass ist, ich stoße mit den Ohren noch nicht einmal an den Ohrmuscheln an. Also meine Öhrchen haben immer noch schön Platz. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, weil bei meinem AGV-Helm, da drückt es richtig auf den Ohren. Aber hier sind ja die Ohrhörer in den Helm versetzt. Und das ist super. Das ist wirklich super. Ich werde jetzt mal ein bisschen Mucke anmachen. Mal schauen, wie das Ganze hier so klingt. Klanglich, also es gibt beim Pectalk zum Beispiel, bei Kado gibt es halt diese ganz normalen Voreinstellungen, Bassmodus und so weiter. Ihr habt aber da auch über die App die Möglichkeit, den Equalizer mit so Schiebereglern einzustellen. Also so richtige schöne Equalizer-Einstellungen, wo ich zum Beispiel ganz gerne die hohen und die tiefen Töne ein bisschen anhebe und die mittleren Töne ein bisschen rausnehme. Ich finde, so klingt das einfach schön. So detaillierte Soundeinstellungen habt ihr beim Sennar gar nicht. Und ich hatte das Sennar 50C oder 50R war es, hatte ich ja auch. Ja, da war es genau das Gleiche. Zudem ist es so, dass der Klang einfach nicht mit Kado mithalten kann. Also der Klang von dem Sennar ist wie beim 50R oder 50C. Man kann es hören, man kann damit Musik hören. Es geht, es ist aber jetzt nicht so geil und vor allem nicht so basslastig, nicht so kräftig wie bei Kado. Also wenn ihr jetzt wirklich ein Intercom wollt, wo ihr richtig geil Mucke hören könnt, dann holt euch lieber Kado oder irgendwas anderes. Mit anderen Sachen habe ich keine Erfahrung. Ich habe halt nur mit Kado und Sennar Erfahrung. Und Sennar ist, was die Soundqualität angeht, beim Musikhören nicht so stark. Leider. Und wenn man belegt, dieses Intercom kostet fast mehr als das Pectalk, obwohl ich das Sennar nur an zwei Helmen nutzen kann. Und das Pectalk kann ich an jedem Helm benutzen. Man kann das auch hier wahrscheinlich nutzen. Allerdings, hier könnt ihr das Kado gar nicht hinmachen. Also ihr müsstet das hier hinten dran, da, hinten dran müsstet ihr das hinmachen und dann habt ihr das Kado sehr weit hinten irgendwie. Das würde gehen, ich habe mir jetzt das Sennar hier dazu bestellt, obwohl ich wusste vorher, dass die klanglich nicht so stark sind. Aber was halt einfach eine super clean Lösung ist, man sieht gar nichts, das ist alles schön in den Helm integriert. Das finde ich halt eine sehr, sehr starke Lösung. Auch das Mikrofon hier im Kinnbereich, das ist richtig perfekt integriert. Sehr, sehr clean und das Geile ist wirklich, weil diese Ohrhörer hier sehr stark im Helm, Styropor oder was das ist, drinnen versetzt sind. Wenn ihr den Helm jetzt aufzieht, ihr habt hier noch Luft am Ohr. Also euer Ohr stößt nirgendwo an,
sondern das Ohr ist frei in einem freien Raum. Das ist sehr, sehr geil, weil ich habe wirklich nach 4, 5 Stunden teilweise Ohrenschmerzen, weil hier halt die Ohren immer irgendwo drauf drücken. Also das war bei dem AGV K3 sogar so, bevor ich ein Intercom eingebaut habe, war das schon so, dass die Ohren am Helm angestoßen sind. Und wenn ich jetzt, wo ich jetzt halt das Intercom, das Pep Talk noch eingebaut habe, ist es halt wirklich so, dass die Ohren so ein bisschen gequetscht waren. Ich musste den Helm beim Anziehen auch immer so ein paar Mal drehen, weil die Ohren manchmal so eingeklappt gestülpt sind und dann muss ich das erstmal ein paar Mal drehen, dass die Ohren richtig sitzen und so nach 5, 6 Stunden tun dir einfach die Ohren weh irgendwann. Das ist hier gar nicht. Also du hast überhaupt keinen Druck auf den Ohren, nix. Das ist wirklich, euer Öhrchen ist schön frei, das finde ich echt gut. Aber ja, klanglich, wie gesagt, es klingt nicht scheiße, aber es klingt auch nicht geil. Jetzt ist halt natürlich die Frage, wenn die Windgeräusche in dem GTR3 so viel besser sind, wie im Internet geschrieben wird, dann ist es halt auch so, dass du viel mehr vom Ton hast. Also der beste Klang auf dem Ohr bringt dir nichts, wenn die Windgeräusche am Ende so laut sind, dass du von der Musik, von dem Bass gar nicht mehr viel hörst, dann bringt dir das alles nichts. Wie das Ganze bei der Fahrt ist mit den Windgeräuschen und mit dem Musikklang, das muss ich halt erstmal testen. Das kann ich jetzt nicht heute testen, aber ich werde das auf jeden Fall bei der nächsten Gelegenheit testen, wie das mit dem Klang und mit den Windgeräuschen ist. Weil ich sag mal so, wenn du bei 100 oder 140 km/h noch den Klang gut hörst, weil die Windgeräusche einfach nicht mehr so stark sind, dann klingt es am Ende des Tages trotzdem besser mit dem Sennheiser. Ich habe eine Sache noch gar nicht hier installiert und zwar. Hier kommt das noch rein mit dem Kinnschutz. So sieht das dann aus, damit auch der Kinn- und Mundbereich windgeschützt ist. Also das könnte schon gut funktionieren. Mal schauen, wie ist das beim Anziehen? Stört das jetzt? Oh, das ist schon straff und stramm. Oh, krass, guckt mal hier. Der ganze Kinnbereich ist geschützt. Fast bis zu den Mandeln. Bis zu den Mandeln fast ist das hier geschützt. Okay, sehr gut. Das ist wirklich stark. Sehr gut. Also, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Review zu dem Shure GTR3 und dem Einbau von dem Sennheiser SLR3 oder SRL3. Sehr, sehr clean. Man sieht eigentlich gar kein Intercom an der Seite. Also als Motovlogger habe ich natürlich dann vorne noch die GoPro hier vorne. Das macht es dann nicht mehr ganz so clean. Aber das ist eine sehr, sehr cleane und sehr, sehr schöne Lösung. Wie gut das einfach integriert ist und ich bin gespannt, wie das bei der Fahrt sich auswirkt. Das war's mit dem Video und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein!